Also was mich da jetzt wirklich begeistert hat, weil du jetzt auch uns einen ganz grundlegenden Aspekt, finde ich, hier reingebracht hast, und zwar die Grenze. Ich denke, das ist auch eigentlich so ein Aspekt, der schon auch irgendwie noch nicht ausgesprochen war, die ganzen Vorträge schon, der, glaube ich, auch jetzt bei dir auch sehr wichtig sein wird, der jetzt aber ausgesprochen wurde von dir, wunderbar hier erläutert. Grenze im Sinne von erstmal biologisch-körperlich, die Haut wirklich, und das muss man ja erstmal so sehen, der Mensch hat erstmal wirklich biologisch seine Grenze, und dann gibt es dieses Phantasma der Grenzüberschreitung. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Ich habe mir ganz viel aufgeschrieben, aber ich will hier jetzt dem Publikum nur nicht vorgreifen, deshalb ich möchte eigentlich gerne dem Publikum die erste Chance lassen, Fragen zu stellen. Und da sehe ich schon einen, und hier auch, wunderbar, dort zuerst bitte. Sie bekommen ein Mikrofon. Ja, vielen Dank für die wirklich fulminanten Vorträge, also fand ich ganz spannend. Und gerade eben auch so dieses, was ja in beiden vorher auch eine starke Rolle gespielt hat, diese Vorstellung der Entgrenzung, Verbesserung bis hin zum Red Bull-Prinzip, größer, schneller, besser. Und da vielleicht aber, ist vielleicht mehr eine Anmerkung, da gibt es ja selbst auch Kritik aus den posthumanistischen Reihen, wenn man das überhaupt Posthumanismus nennen will, sogar auch von sehr prominenter Seite, nämlich Donna J. Haraway, ja, selbst, und den sogenannten Feminist STS, die ja eben genau dieses Prinzip sowohl am Posthumanismus als auch am Transhumanismus eben immer wieder anprangern. Und gerade Haraway ist da ja auch so ein schönes Beispiel, wenn man mal ihre Publikationsliste sieht, also Cyborg eben Manifesto, was ja eigentlich sowohl den Posthumanisten als auch den Transhumanisten richtig im Vorwand gegeben hat, aber sie wandte sich dann ja selbst gegen beide Strömungen. Danach kam dieses Companion Species Manifesto mit ihrer Hündin Cheyenne und dann eben ganz interessant auch so ab 2014 eben diese Forschung des Tentacular Sinking, eben Symposis, eben diese Vorstellung, eben, da geht es dann in die Mikroorganismen, also auch ganz urtümliche archaische Mikroorganismen, die in einer sympoetischen Art und Weise zusammenleben und eben auch so eben, auch gerade im Sinne der neuen Ökophilosophie, dann eben auch als eine neue, nicht abusive, nicht kontrollsüchtige Vorstellung eben der Koexistenz gesehen und als Modell sozusagen. Und da gibt es ja auch in den letzten Jahren von Anna Zing-Löwenhaupt und so sowas eben wie die Mushroom am Ende der Welt. Also diese Theorien schießen wirklich wie Pilze aus dem Boden. Aber der eigentliche Clou daran ist ja, es heißt nicht einfach, wir entwickeln uns zurück, sondern diese Lebensformen sind ja auch nur durch die Technologie überhaupt für uns Menschen begreifbar, wahrnehmbar, durch eben Mikroskope und so weiter und so fort. Und dass die Technik nun hier eigentlich eingesetzt wird, auch als Mittel, den Menschen zu verbessern, aber nicht im Sinne besser, größer, schneller, sondern moralischer, eine andere Form von ökologischer, symbiotischer Koexistenz. Und die vielleicht auch, ist jetzt Theorie, gerade eben erstmal ein bisschen eigenartig klingt, warum Pilze, Flechten, das ganze Schleimzeug, diese ganzen Urorganismen, aber vielleicht auch gerade eben so ein bisschen gegen dieses größer, schneller, besser Prinzip, das eben in diesen trans- und posthumanistischen Sachen und ja auch hier immer wieder als Kritikpunktauftrag eben da ist und eben immer wieder Kontrolle, Ausbeutung und sowas auch dahinter steht. Entschuldigung, sehr lang. Darf ich darauf antworten? Ja, also ganz herzlichen Dank. Ich kann nicht anders als zustimmen. Und Donna Haraway, die ich ja auch an einer Stelle kurz in meinem Vortrag erwähnt habe, würde ich tatsächlich als kritische Posthumanistin begreifen. Und der kritische Posthumanismus wendet sich, ist, glaube ich, wirklich so das Kontrastprogramm zu dem Transhumanismus und dem technologischen Posthumanismus. Wenn auch natürlich Haraway selbst in ihren Schriften, auch in Staying with the Trouble, in dem aktuellsten Buch, sagt, ich bin nicht posthuman, ich bin Kompost. Und damit bringt sie eigentlich, also mit dieser Kritik am Label, ne, an dem Label Posthumanismus, bringt sie gleichzeitig aber ein dezidiert kritisch posthumanistisches Motiv hervor, nämlich sich eben nicht einer Schule, einer Denktradition, einer Ideologie zu verschreiben, nämlich zu sagen, wir sind mehrsprachig, wir sind auf allen Ebenen, in allen unseren Daseinsweisen mehrsprachig, es sind keine engen
Grenzen, keine klaren Grenzen zwischen Kategorien, zwischen Species, zwischen was auch immer möglich. Und wir, das ist eben dieser Inbegriff von dem Staying with the Trouble. Wir müssen diese ursprünglichen Spannungen, die wir erleben, nicht nur miteinander als Menschen, sondern im Kosmos sozusagen, die absoluten Spannungsverhältnisse, in denen wir stehen, müssen wir nicht nur anerkennen und akzeptieren, sondern wir müssen sie lustvoll erleben und genießen. Gewissermaßen. Und das ist, glaube ich, deswegen ist Donna Haraway eigentlich auf der einen Seite, wie Sie vollkommen zu Recht gesagt haben, ein sehr gutes Gegenbeispiel gegen dieses größer, schneller, besser, weiter Bestreben des Transhumanismus und auch des technologischen Posthumanismus. Und auf der anderen Seite eben markiert sie halt ganz ähnlich wie die frühe Frankfurter Schule, wie die frühe kritische Theorie eigentlich vor allen Dingen ein Negativ zu einer ideologischen, tendenziell ideologischen und tendenziell dogmatischen Traditionsbildung. Ja, also. Ja. Ich sympathisiere wie Sie auch mit dem kritischen Posthumanismus. Da habe ich zwei kleine, einfache, probedeutische Fragen. Einmal, was ist der Gegensatzbegriff zu dem klassischen Begriff, was jeder irgendwie mal kennt, Humanismus? Was ist der Gegensatzbegriff? Der steht immer so in der Bildungslandschaft so für sich, aber jeder Begriff hat ja einen Kontrahenten. Und das Zweite ist, was spannender ist noch, Sie haben ja nun gesagt, die Dichotomien oder Diheiresen, das Wort mag ich lieber, weil das der Plato ja wunderbar auseinandergesetzt hat, die Diheiresen ist ja ein großer Gewinn des Denkens, werden bei Ihnen in Frage gestellt. Und da war jetzt für mich, vielleicht habe ich das nicht mitgekriegt in Ihrem erstklassigen Vortrag, was ist denn das, was dann ersetzt wird, zum Beispiel Mann, Frau oder so? Da haben Sie also alle möglichen Polaritäten genannt, das würde alles überwunden. Aber was setzt denn dagegen und was bleibt denn dann eigentlich übrig? Ich werde da tatsächlich ganz kurz darauf antworten. Also es ist natürlich eine Riesendebatte, die wir hier an dieser Stelle führen können. Erstmal zum Gegenbegriff, zum Humanismus. Es gibt keinen dezidierten Gegenbegriff. Das ist so ein bisschen das, was ich auch in Antwort auf die Kollegin vorher gesagt habe. Es gibt keine einheitliche Vision im kritischen Posthumanismus, sondern erstmal steht das negativ da, die Kritik, ohne aber eine einheitliche utopische Zukunftsvorstellung zu haben davon, wohin die Reise gehen soll. Deswegen, Kritik am Humanismus heißt auch nicht immer absolutes Verwerfen des Humanismus, also der dezidierte Anti-Humanismus, sondern erstmal ein Infragestellen der geläufigen Werte, die im humanistischen Paradigma ganz selbstverständlich zu unserem Menschenbild dazuzählen. Also da erstmal leider eine Absage, es gibt keinen Gegenbegriff zum Humanismus. Neil Badminton... Radikaler und autoritärer Theismus, ist das vielleicht der Gegensatzbegriff zum Humanismus? Nein. Es ist also tatsächlich versuchen eben, gehört gerade ganz, ganz dezidiert zur Methode des kritischen Posthumanismus, nicht wieder in diese Dualismen oder wie auch immer man es gerne nennen möchte, in diese Kategorisierungen zurückzuverfallen, indem man einen Gegenentwurf, einen einheitlich geteilten Gegenentwurf aufmacht. Das ist einfach... muss ich einfach sagen, alle Denkerinnen und Denker, die ich kenne, die im kritischen Posthumanismus arbeiten, entwickeln einfach sehr unterschiedliche Modelle oder Visionen. Und Neil Badminton fasst das sehr schön in seinem Satz zusammen: The post is forever tied up to what it is posting. Also wir sind sozusagen immer dem auch verpflichtet, in dem Beispiel eben dem Humanismus, gegen den wir uns kritisch wenden. Also wir bleiben auch notwendig immer irgendwie an den Humanismus gebunden. Zum Zweiten mit den... Ah ja, Verzeihung. Ja, bitte. Ja, das ist das eine. Aber mir erscheinen doch diese ganzen Debatten und diese Begriffsdifferenzen irgendwie sehr akademisch angesichts dessen, was in der Praxis passiert. Und das ist absolut theorielos. Ja? Da geht es wirklich nur um die nächste Stufe, um das nächste Experiment, um die nächste Möglichkeit, ins Hirn reinzukommen, ja? Die nächste Hirnfunktion zu operationalisieren. Und insofern weiß ich nicht, wo sich das in irgendeiner Form an eine Praxis rückbinden ließe, geschweige denn eine Praxis beeinflussen ließe. Im kritischen Posthumanismus? Diese ganzen Diskussionen, ja. Mag er kritisch sein, mag er affirmativ sein, ja. Das spielt im Prinzip zu dem, was in den Labors passiert, keine Rolle, ja. In der Tat ist der kritische Posthumanismus, oder er wird auch philosophischer oder kultureller Posthumanismus genannt, wie auch immer man ihn labeln möchte, eine sehr, sage ich mal, intellektuelle oder akademische Strömung. Und in der Tat würde ich sagen, spielt er leider
leider in den praktischen Diskursen oder bei den Leuten, die eben in den Laboren oder wo auch immer arbeiten, leider keine sehr große Rolle. Aber natürlich kann man auch in der Theoriebildung schon hergehen und fragen, ob halt die Begriffe, die wir benutzen, Mensch, Tier, Pflanze, Maschine, Mann, Frau, was auch immer, kann man fragen, ob diese Begriffe so, wie wir sie traditionell in unseren Theorien übernommen haben, ob die nicht vielleicht fragwürdig sind und vielleicht auch problematische Elemente enthalten. Mir fällt da nur ein bei deinem Vortrag, jetzt auch im Gegensatz zu deinem, bei dir kam noch irgendwie noch schon so ein sakraler Punkt, also das Religiöse auch, natürlich bei diesem Enhancement, das natürlich auch schon eine moralische, wenn nicht sogar religiöse Dimension auch eröffnet. Und das hat mich dann natürlich auch nochmal an den Vortrag von Elisabeth auch nochmal erinnert, irgendwie Verlust der Welt. Also es geht ja bei diesem Enhancement, von dem du jetzt auch sprachst, eben nicht nur um dieses rein Körperliche. Und bei Stelag, ich weiß nicht, also du kamst jetzt eben gar nicht auf diesen, sag ich mal, etwas, diesen spirituellen Punkt, der kam da nicht vor, oder ich weiß nicht, ob er überhaupt da eine Rolle spielt, vor allem, weil eigentlich diesen Satz, den du sagtest, den fand ich wunderbar, eigentlich direkt zum Einstieg, und zwar das Fleisch für technische Eingriffe zu stellen. Und das kommt natürlich erstmal auch dem, was du auch am Anfang eigentlich erstmal deines Vortrags eben auch angesprochen hattest, dass der Körper, der eigentlich auch erstmal als auch, sagen wir mal, was auch bei dir vorkam, unvollständige Vorstufe eigentlich auch gesehen wird. Und die Technik ist nur gut, wenn sie wirklich eigentlich auch diesem posthumanen Wesen wirklich zugute kommt. Die quasi also in dessen Sinn, dass der Mensch selber nicht überwunden wird. Und das ist bei Stelag, bei Stelag höre ich aber raus, er die Überwindung des Menschen irgendwie. Er ist mit seinem Menschsein nicht so ganz zufrieden. Das sind sie ja alle nicht, also mit ihrem Menschsein zufrieden. So ein Abgilgamesch offensichtlich. Nein, das, was dazu kommt, ist natürlich, dass man das nicht als ein wissenschaftliches Setting sehen darf. Das sind Kunstperformances, die mit bestimmten Parametern arbeiten, mit bestimmten Materialien. Da gibt es auch Choreografien, es gibt ein wunderbares Video, da ist unglaublich, sind viele Anspielungen auf den vitruvischen Menschen und so weiter drin. Das ist nicht nur just for fun sozusagen oder zu demonstrieren, was kann ich alles und schaut, wie ich meinen Körper aufreiße. Das ist nicht allein, ja. Gab ja mal so eine in den 70er Jahren so ein Genre, das sich Danger Art nannte, ja, wo also Künstler sich wie Burton sich beschießen ließen oder wie Flatz sich mit Wurfpfeilen bewerfen ließen und so weiter, ja. Also das ist schon, geht auch in diese Richtung. Man kann das also nicht so jetzt rein auf diese philosophisch-wissenschaftliche Diskurse rückbrechen. Wir nehmen jetzt noch drei Fragen an Natascha, Tim und Sie. Du willst nicht, dann Natascha und dann später Sie. First, I wanted to thank both of you. Didn't understand a word you said, but putting that aside, I'm sure your presentations were superb. But I wanted to mention something to you, Herbert Herka. Pronunciation correct? I think that your presentation showing Stelag's work was really well stated and extremely important, because there is so much philosophical, theoretical supposition about transhumanism that is very incorrect. And even in academics, we copy what other people say and write what other people have written. And while we think we know what we're talking about, largely most of us in academics are just copying. But your talk in presenting Stelag's work is in motion, it's action, it's the doability, it's the practice that Stelag brings to show the machine and the human. So thank you very much. Okay, thank you too. But you know, you remember what I told you about my English? Yes. You don't understand what I said. I later, ganz kurz, was kurz komprimiert. Ja, gut, thank you, yes. It's true, thank you. Ja, ja. Okay.
Bei Stellags Performances fällt ja auf, dass er sehr oft Erkenntnisse verwendet aus der Therapie, die aus der medizinischen Therapie kommen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wenn man jetzt so auf den hippokratischen Eid zurückgeht, dann ist ja das Ziel der Medizin eigentlich das Heilen. Und könnte das nicht letzten Endes auch die Medizin, die heutige Medizin in die Lage bringen, dass sie über ihre Zielsetzung ganz neu nachdenken muss, dass vielleicht das Ziel gar nicht mehr unbedingt immer das Heilen ist, sondern auch ein Stück weit die Optimierung. Also ich sehe da zumindest eine Tendenz. Ja, es geht halt darum, ob es darum geht, Mangel, Handicaps zu kompensieren. Das ist ein ganz anderes Ding, als wenn jetzt so Prothesen als Erweiterung des Körpers funktionieren. Das ist das eine. Und das andere ist, das ist also auch für diese Cyborg-Aktivisten, die sich selbst irgendwelche Chips einsetzen lassen und dergleichen, die finden kaum Ärzte, die das machen. Ja, also diese Magensonde von dem Stellag, das wurde absolut unter medizinischer Protektion gemacht. Und man gibt ja auch diese Aktionskünstlerin Orlan, die sich auch so operieren lässt, ja, die aber nicht so zum Transhumanismus zu zählen ist, aber auch in diesen medizinischen Komplex gehört. Aber ich denke, das sind ganz einfach die Prozeduren, die den Menschen zur Verfügung stehen, lassen sich einfach, da ist immer so ein Überschuss drin, die lassen sich eben auch in vielfacher Weise weiter fantasieren und auch weiter praktizieren. Genau, also ich denke mal, wo du das nochmal sagtest, muss ich nochmal auf den Punkt zurückkommen, also die Stellung des Fleisches geht im Grunde in vielerlei Hinsicht nicht ohne medizinische Aufsicht. Ja. Ne? Also da sind wir auch wieder bei diesem DIY, do it yourself, also was auch gestern der Max Hoppenstedt natürlich uns auch nochmal deutlich gemacht hatte, es kann ganz schnell natürlich zu Infektionen kommen irgendwie. Also da hat natürlich das Enhancement in technologischer Hinsicht auch dann Grenzen und die Medizin ist durchaus, denke ich mal, grundlegend da. Ne? Ja, absolut. Und ich würde auch sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also gerade in transhumanistischen Diskursen wird häufig, also auch aus sehr nachvollziehbaren Gründen, finde ich auch, die Unterscheidung zwischen Therapie und Enhancement aufgehoben. Ne, wird gesagt, so was für den einen Menschen Therapie ist, ist für den anderen Menschen Enhancement und umgekehrt. Deswegen, das ist, finde ich persönlich, eigentlich auch ein wirklich sehr nachvollziehbarer und ein guter Punkt. Auf der anderen Seite aber wird trotzdem eine Normvorstellung vom Menschen eben durch die Hintertür wieder eingeführt, wenn eben gesagt wird, der Mensch wie er jetzt, es ist eben ein degenerierter oder kaputter oder Mängelmensch. Wir sind nicht gut genug, so wie wir sind. Und deswegen müssen wir uns eben auf diesen Weg der Transformation begeben. Deswegen, also TranshumanistInnen wollen nach meinem Verständnis nicht den Menschen abschaffen. Das ist häufig so eine von außen an den Transhumanismus herangetragene falsche Panikmache, sondern sie haben schon das Bedürfnis, den Menschen zu etwas nach ihren Vorstellungen Besserem zu machen, aber landen dann in diesem seltsamen Spannungsverhältnis von auf der einen Seite eben den radikal modifizierten Menschen, der auf jeden Fall besser ist, also positiv gesehen wird, in jeder Form des Transhumanismus als etwas Positives gesehen wird, auf der anderen Seite aber so radikal anders sein soll, dass wir uns ihn eigentlich jetzt gar nicht vorstellen können. Ja, also Phantasma der Grenzüberschreitung. Ja, wir sind jetzt hier schon fast im Phantasma der Zeitüberschreitung. Deshalb muss ich hier streng sein und uns in die Mittagspause verfrachten. Und wir würden uns um 12:45 dann auch wieder ganz pünktlich bitte hier wiedersehen.